Tipps, Trends, Träume, besser reisen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Reisen. Wir entführen Sie heute in eine Region Europas, die vor nicht allzu langer Zeit noch ein echter Geheimtipp war, sich aber mittlerweile zu einem beliebten Reiseziel etabliert hat. Wir bereisen das Baltikum oder wie es auch heißt, die baltischen Staaten. Und die Eindrücke, die wir mitgebracht haben von Estland, Lettland und Litauen, die sehen Sie jetzt in unserem Bericht. Wir beginnen unsere Reise in Estland, der kleinsten der drei baltischen Republiken, und hier natürlich in der Hauptstadt Tallinn. Sie ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des nördlichsten Staates im Baltikum und präsentiert sich als gelungene Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart, in der Mittelalter und Moderne miteinander verschmelzen. Das Besondere an dieser Stadt ist, dass Tallinn sich teilt in eine Unter- und in eine Oberstadt. In der Unterstadt waren die Händler, die Kaufmannsleute, da landeten die Schiffe und ganz oben, da war der Adel zu Hause, der Adel und der Klerus. Die Domkirche am Domberg stammt aus dem 13. Jahrhundert und soll eines der frühesten Gotteshäuser Estlands sein. Ebenfalls ein Fixpunkt bei einer Stadtführung ist die orthodoxe Alexander Nevsky-Kathedrale, ein markantes Bauwerk aus der Zarenzeit. Tallinns Domberg ist ein wichtiger Schauplatz der Geschichte des Landes. Ursprünglich lag hier eine altestnische Siedlung, bevor erst die Dänen und dann die deutschen Ritter eine Burg errichteten. Auch ein beliebter Ausflug für Schulklassen. Tallinns Altstadt zählt laut Experten zu einer der schönsten Europas. Hanseatisch-mittelalterlich geprägt, wie man auch an den drei Schwestern sehen kann. Ein bekanntes Gebäudeensemble aus dem 14. Jahrhundert. Man sagt, dass gebaut hat diese drei Gebäude dann ein Kaufmann, der war verwitwet, hatte drei Töchter. Die waren aber so böswillig und so hässlich, dass keiner die drei Damen heiraten wollte. So hat er für alle seine drei Töchter dann ein Haus gebaut. Für die Ältere, die wollte als erstes loswerden und da hat er dann so das größte Haus gebaut. Die war ausgezogen, aber dann zu Hause war immer noch keine Ruhe. So hat er dann für die Mittlere etwas kleineres Haus gebaut, weil das Geld schon kleiner geworden ist. Aber die jüngere Tochter, bei ihm also zu Hause geblieben, war die böswilligste. Die hat also mit dem Vater so viel Ärger gehabt, dass der Vater das letzte Geld ausgegeben war, um das kleine Haus also für die jüngste Tochter zu bauen. Der Stadt ist es gelungen, ihre mittelalterliche Struktur und die hanseatischen Anfänge vollständig zu bewahren. Das merkt man auch an den Straßen mit dem gut erhaltenen Kopfsteinpflaster. Für den Altstadtbummel empfiehlt es sich daher, auf High Heels weitgehend zu verzichten. Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind, gibt es neben Taxis auch Fahrradrikschas oder die Bummelzüge, die in der Altstadt verkehren. Zu den bekanntesten Gildehäusern der Kaufmannszunft zählt das Schwarzhäupterhaus. Ein Versammlungshaus lediger Kaufleute, das es damals in allen Hansestädten des Baltikums gab. Einst lebten hier wohlhabende Kaufleute aus Deutschland, Dänemark und anderen Ländern. Heute wird die Altstadt von Tallinn sowohl von Besuchern wie auch von den Bewohnern belebt. Restaurants, Bars, Museen und Galerien füllen die historische Stadt mit Aktivitäten und halten sie lebendig. Jetzt sind wir am Rathausplatz. Hier, so sagt man, schlägt seit Anbeginn das Herz Tallinns. Er diente von jeher als urtümlicher Marktplatz und als Zentrum der mittelalterlichen Hansestadt. Tallinn ist Estlands ganzer Stolz und ein Reiseziel wie aus dem Bilderbuch, gerade heute, wo wir keine Wolke am Himmel haben und es sommerliche 18 bis 20 Grad hier hat.
Hier sind 700 Jahre Architekturgeschichte in einer Stadt vereint und es weht skandinavisches Flair durch die mittelalterlichen Gassen. Wenn man hier durchkommt durch eines der zwei erhaltenen Stadttore, dann spürt man das Mittelalter einfach überall. Dieses Zeichen hier, das findet man übrigens in Estland fast überall, selbst in den entlegensten Dörfern. Denn in Estland, und das ist einzigartig auf der Welt, hat jeder Bürger ein Anrecht auf einen freien und kostenlosen Internetzugang. Mit mehr als 400.000 Einwohnern lebt in Tallinn in etwa ein Drittel der estnischen Gesamtbevölkerung. Man sieht sehr viel Jugend und die spricht fast ausnahmslos Englisch. Und Tallinn ist auch eine verbraucherfreundliche Stadt. Die meisten Geschäfte sind 7 Tage in der Woche geöffnet. Straßenmusiker findet man hier fast an jeder Ecke. Meist Studenten, die sich im Sommer das Taschengeld ein wenig aufbessern. Wir spielen so ziemlich alles. Indie-Songs, viele Coverversionen. Aber auch unsere eigenen Lieder. Im Sommer ist es ideal für uns. Da gibt es viele Menschen, die unsere Musik mögen. Wir verlassen Tallinn und die Rundreise geht weiter. Die Straßen im Baltikum sind sehr gut ausgebaut. Meistens geht schnurgerade durch grüne Landschaften und ausgedehnte Wälder. Auf dem Weg von Tallinn nach Riga kommt man an Pärnu vorbei. Das Seebad avanciert für die Zeit von Mitte Juni bis Ende August zur offiziellen Sommerhauptstadt Estlands. Das im Südwesten gelegene Seebad verfügt über gut und gerne 3 Kilometer feinsten Sandstrand. Ein geografisches Privileg, das man in Pärnu schon lange zu nutzen weiß. Der breite und windgeschützte Strand zieht am Wochenende und in den Ferien viele sonnenhungrige Gäste an. Überfüllt ist er aufgrund seiner Weitläufigkeit aber nie. Die Rütli, die zentrale Flaniermeile und Einkaufsstraße, zieht sich quer durch die Altstadt. Hier reihen sich Restaurants, Cafés und Läden aneinander und im Sommer gibt's immer wieder Straßenkünstler, die für Entertainment sorgen. Die gute alte Ansichtskarte wird im Urlaub zunehmend wiederentdeckt. Die Zuhausegebliebenen wird sicher freuen. Jetzt sind wir in Riga, der Hauptstadt Lettlands. Eine quirlige, multikulturelle Metropole mit vielen Grünflächen und Freizeitmöglichkeiten. Im Zentrum Lettlands liegt die Metropole des Baltikums, Riga, die Hauptstadt des Jugendstils. Mit seinen 700.000 Einwohnern, also knapp die Hälfte aller Letten wohnt in dieser Stadt, nimmt die Stadt gerne für sich in Anspruch, die einzige Hauptstadt des Baltikums zu sein. Mehr als 800 Jahre alte Tradition hat das heutige Erscheinungsbild der lettischen Hauptstadt geprägt. Riga ist nach Stockholm die zweitgrößte Stadt der westlichen Ostsee und ist bekannt für seine abwechslungsreiche Architektur.
Der Rathausplatz beeindruckt mit seinen historischen Gebäuden. Besonders prächtig präsentiert sich das Schwarzhäupterhaus, Sitz der mittelalterlichen Junggesellenbruderschaft. Mit den Wappen der Hansestädte verziert, zeugt es von der Vergangenheit als erfolgreiches deutsches Handelszentrum. Fixpunkt bei der Stadtbesichtigung ist auch der Domplatz, Rigas größter Platz, der Ende des 19. Jahrhunderts angelegt wurde. Der Dom hinter mir, der Dom von Riga, ist übrigens der größte Kirchenbau des Baltikums. Er ist besonders berühmt wegen seiner Walka-Orgel, die ist sehr prächtig und hat über 6700 Pfeifen. Wer Zeit hat, kann den Dom auch innen besichtigen. Bei uns geht's aber weiter mit unserem Stadtbummel. Riga ist eine Stadt mit großer Geschichte. In den historischen Gildehäusern trafen sich die Mitglieder der Kaufmannsvereinigungen. Reiche Händler, Goldschmiede und hohe Beamte gehörten zur großen Gilde, einfachere Krämer zur kleinen. Und wie man sieht, liegt das Business den Einwohnern von Riga noch immer im Blut. Das gastronomische Angebot ist äußerst vielfältig. Nein, wir sind noch in Riga in Lettland. Was tun die Bremer Stadtmusikanten hier? Das ist ganz schnell erklärt. Das war ein Geschenk der Partnerstadt Rigas, nämlich von Bremen. Und warum die alle so goldene Schnauzen haben, die schönen Märchentiere? Je höher man raufkommt, desto mehr Glück hat man im Leben. Und es gibt sogar Leute, die kommen bis hinauf zum Hahn. Ich probier's mal. Dermaßen mit Glück gesegnet, begeben wir uns nun ins Jugendstilviertel von Riga, das weltweit für großes Aufsehen sorgt und unter dem Schutz des UNESCO-Welterbes steht. Rund 800 Gebäude aus dieser Epoche haben sich im Stadtzentrum der Hauptstadt Lettlands erhalten. Hier findet man ganze Ensembles russischer und lettischer Architekten, allen voran Michael Eisenstein, wie sie in dieser Anzahl kaum irgendwo sonst in Europa zu finden sind. Ein Tipp für alle Interessierten ist das Jugendstilmuseum, das eine authentisch eingerichtete Wohnung aus dem Jahr 1903 zeigt. Im Sommer sind die Tage im Baltikum besonders lang. Dementsprechend viel los ist im Zentrum der Stadt auch am Abend, erfahren wir von Erwin, der das Baltikum schon oft als Reiseführer bereist hat. Ja, wenn du mich jetzt fragst, Estland, Lettland, Litauen, jedes Land bietet was ganz Besonderes, Eigenes. Also man kann es eigentlich, auch die Kolleginnen, im Bus, Reiseleitungen und so weiter, die sagen, wir können es gar nicht vergleichen. Du hast mit Tallinn das Mittelalter, du hast mit Riga den Jugendstil, du hast mit Vilnius polnisch, Barock und die Kirche. Also ja, jeder soll herkommen und sich anschauen und für sich selbst beschließen, was ihm am besten gefällt. Wie sollte man denn als Tourist, der jetzt ganz neu nach Baltikum kommt, wie sollte man denn das Baltikum am besten bereisen? Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Das ist so etwas, wie wir es jetzt machen. Eine siebentägige Reise von Vilnius nach Tallinn oder von Tallinn nach Vilnius, wo man einfach die sogenannten Highlights einfach sieht und findet. Und wer länger Zeit hat, der kann individuell reisen. Ja. Ich hab gedacht, jetzt weiter nichts mehr. Riga ist eine dynamische, pulsierende, aktive Metropole. Das spürt man auch am Abend.
Die Altstadt ist voll mit jungen Leuten, die den Tag in den verschiedenen Bars, Kneipen und Clubs ausklingen lassen. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns von Riga und sind gespannt auf einen neuen Tag. Der nächste Tag beschert uns wieder sommerliches Prachtwetter. Unser Ziel liegt etwa eine Busstunde von Riga entfernt, das Schloss Rundale im Süden Lettlands, das oft auch als das Versailles des Baltikums bezeichnet wird, eines der bedeutendsten barocken Bauwerke des Landes. Das zweistöckige Schloss beherbergt auf fast 7000 Quadratmetern 138 Zimmer und Säle, die aufwendig renoviert wurden und von der hohen Kunst der Raumgestaltung des 18. Jahrhunderts zeugen. Der weitläufige Schlosspark wurde ebenfalls im französischen Stil angelegt. Die farbenprächtige Parklandschaft zählt laut Kennern zu den schönsten Lettlands. Eine mystische Erfahrung. Litauens Berg der Kreuze. Ein magischer Ort des Glaubens, aber auch des Nationalbewusstseins. Der Hügel erhebt sich mitten in der Landschaft. Seit der Zarenzeit stecken Pilger hier Kreuze in den Boden, hinterlassen kleine Jesusfiguren oder auch zu Papier gebrachte Botschaften. Niemand kann zählen, wie viele christliche Symbole hier angebracht wurden. Mehrmals zerstört, aber niemals aufgegeben. Seit der Unabhängigkeit Litauens ist der Berg der Kreuze ein beliebter Wallfahrtsort, der besonders zu Hochzeiten, Geburten und zu Ostern besucht wird. Litauen ist das südlichste der drei baltischen Staaten und wird auch gerne das Italien des Ostens genannt. Wer noch kulturelle Vielfalt und unberührte Natur in Europa erleben möchte, der muss hierher kommen auf die Kurische Nehrung. So heißt dieser Küstenstreifen an der Ostsee. Bis zu 300 Vogelarten nisten hier, auch die Graureiher und die seltenen Kormorane. Die Reiher- und Kormoran-Kolonie ist die größte und älteste Litauens. Hier kommen jährlich im März bis zu 7000 Vögel zum Nisten zurück und brüten in den Nestern auf den Baumwipfeln. Für uns ein spannendes Erlebnis. Hier fast schon eine Landplage. Die unter Naturschutz stehenden Kormorane haben sich explosionsartig vermehrt, erfahren wir, und das wirkt sich sowohl auf den Fischbestand aus, wie auch auf den Zustand der Urwaldkiefern. Nicht immer positiv. Die Kurische Nehrung, ein 100 Kilometer langer, schmaler Festlandstreifen, wurde vor ca. 5000 Jahren durch Meereswellen, Strömungen, Sand und Wind geformt. Ein beeindruckendes Naturparadies. Bei der steifen Brise kann ein heißer Kaffee nicht schaden, finden wir. Der mobile Ausschank kommt uns da gerade recht. Einer, der schon sehr früh den Charme der eigenwilligen Landschaft entdeckte, war der berühmte Schriftsteller Thomas Mann. Er ließ in der Nähe von Nida ein Sommerhaus erbauen, im Stil der typischen hölzernen Fischerhäuser mit Reetdach und blauen Giebeln. Hier verbrachte er mit seiner Familie von 1930 bis 1932 die letzten unbeschwerten Sommer, bevor er in die Schweiz emigrierte. Beeindruckend auch die riesigen Wanderdünen. Die große Düne bei Nida ist eine der größten in Europa und wird oft auch die ostpreußische Sahara genannt.
Trotz der steigenden Besucherzahlen haben sich die Fischerdörfer auf der Kurischen Nehrung ihren ursprünglichen Charme bewahrt. Die Häuser und die Gärten sind alle wie aus dem Ei gepellt. Bernstein, der aus abgelagertem Baumharz entsteht, ist im ganzen Baltikum ein großes Thema. Und wir dürfen zusehen, wie man ihn schleift und poliert, bevor er zu Deko und Schmuckstücken verarbeitet wird. Damit verabschieden wir uns von einer der eigenwilligsten Küstenregionen der Ostsee. Das nächste und letzte Ziel unserer Rundreise ist Vilnius, die Hauptstadt Litauens, die oft auch das Rom des Nordens genannt wird und uns mit einem beeindruckenden Panorama begrüßt. Vilnius ist berauschend barock und sehr katholisch. Es gibt hier mehrere Klöster und sage und schreibe 37 Kirchen. Und obwohl die Altstadt von Vilnius eine der größten Europas ist, ist sie doch sehr kompakt und man kann sie leicht zu Fuß durchqueren. Vilnius war schon immer eine quicklebendige Stadt. Seit vielen Jahrhunderten lebten und leben hier Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen. Religiöse Toleranz prägte von jeher den Geist der Stadt. So ist es nicht verwunderlich, dass Vilnius besonders durch die Vielzahl an Kirchen geprägt ist. Die St. Peter- und Paul-Kirche ist eine der bedeutendsten in Vilnius und ein architektonisches Meisterwerk. Vor allem die prachtvollen barocken Innenräume beeindrucken. Im Kircheninneren dominiert die Farbe Weiß. 2000 Figuren und Gesichter schmücken die Wände und die Kuppel. Profanes Detail am Rande: Einmal im Jahr wird die Kirche geschlossen, um die unzähligen Skulpturen und Figuren abzustauben. Am Kathedralenplatz finden sich der Glockenturm und die klassizistische Kathedrale St. Stanislaus, die von außen eher wie ein Tempel anmutet. Hier befand sich seit frühesten Zeiten eine Siedlungsstätte und so ist die Kirche aufs Engste mit der Geschichte des Landes verknüpft. Hier fanden Krönungen litauischer Großfürsten statt. Hier wurden auch viele litauische Würdenträger begraben. Dann werfen wir einen Blick in die Universitätsbibliothek. Sie wurde 1570 von Jesuiten gegründet und ist somit 9 Jahre älter als die Universität Vilnius, die wiederum die älteste des Baltikums ist. Heute hat die Universität 12 Fakultäten und 23.000 Studenten. Bei unserem Besuch finden gerade die großen Abschlussfeiern statt. Nach so viel Kultur gibt's noch etwas fürs leibliche Wohl, meint unsere Reiseführerin Ingrid und bringt uns in eine Schokolaterie. Schokolade herzustellen liegt voll im Trend in Litauen und hier ist die gesamte Wohnzimmereinrichtung inklusive Tisch, Sessel, Lampe und Geschirr aus Schokolade gefertigt. Nach diesem süßen Zwischenstopp bummeln wir noch durch die Altstadt. Beim nächsten Mal bringen wir ein wenig mehr Zeit mit, nehmen wir uns vor, denn in Vilnius fühlt man sich wie in einem großen Freilichtmuseum. Alles scheint Geschichte zu atmen, das aber auf eine leichte, luftige Art. Und damit beschließen wir unsere Tour durch das Baltikum. 3 eigenständige Staaten mit verschiedenen Sprachen und Kulturen und dennoch oder gerade deshalb
Eine ideale Kombination. Für alle Interessierten, Rundreisen in die baltischen Staaten finden von Ende Mai bis Anfang September mit Sonderflügen ab Wien statt. Ferienmesse 2020 in Wien. Auf der größten Tourismusmesse Österreichs präsentierten sich 800 Aussteller aus 80 Ländern mit einem breiten Angebot zum Thema Urlaub, Reisen und Freizeit rund um den Globus. Bemerkenswert war das große Interesse an Fernreisen. Zu den Trenddestinationen laut Reiseanalyse zählen Kuba, Mauritius, Thailand, die Malediven und die Dominikanische Republik, um nur einige zu nennen. Auch die USA ist gefragter denn je und das nicht zuletzt auch aufgrund der neuen Non-Stop-Flüge von Austrian Airlines wie zum Beispiel Boston und viele andere Ziele in den Vereinigten Staaten. Eines aber ist sicher, Urlaub liegt bei den Österreichern hoch im Kurs. Laut Umfrage wollen 93% heuer verreisen. Großen Auftritt hatten auch die diversen Fluglinien, Reiseveranstalter und Ferienregionen, die bei einem gelungenen Get-Together, organisiert vom Branchenblatt Der Traveler, einen informativen Abend feierten. Und bei dieser Gelegenheit wurden einige der Brancheninsider vors Mikro gebeten. Heuer sind die Dominikanische Republik und Austrian Airlines und der Flughafen der Partner des Abends. Es wird aber auch unterstützt von der Air Canada und von der GTA Skyways. Was bedeutet der Traveler-Abend für die österreichische Reisebranche und für dich? Ich finde, das ist das perfekte Treffen, dass sich alle einmal im Jahr wirklich austauschen können, ein bisschen Spaß haben können. Wir kommen dann drauf, dass wir alle die gleichen Sorgen, Problemchen, was auch immer haben. Und das ist sehr, sehr aufbauend und motivierend. Wenn man dann die tolle Musik hört, dann fühlt man sich in Urlaubsstimmung. Also eigentlich wunderbar. Ja. Die Gelegenheit, dass alle zusammenkommen, egal aus welchem Bundesland, in diesen 4 Tagen, ich glaube, die ist einzigartig. Das gibt es nicht so oft. Und gerade am Jahresanfang, wo es viel Austauschen gibt, ist das schon ein Highlight. Also ich schaue sehr optimistisch in das Jahr 2020, weil wir einfach auch in der Touristik sehen und im Ferienflugsegment sehen, dass die Nachfrage ungebrochen hoch ist. Und wir arbeiten hier sehr intensiv mit der Reiseveranstaltung, Reisebüros zusammen, weil ein Ferienflug, ein Charterflug, den unsere Marke Austrian Holidays vermarktet, ist ohne Reiseveranstalter und Reisebüros schlicht und einfach nicht möglich. Wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen. Etwa 11.500 Österreicher wählen jedes Jahr die Dominikanische Republik als deren Urlaubsdestination. Also es sollte weiter so. Und weil wir bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Karibik und die Reiseprofis wissen Bescheid. Und deshalb, ich bin mir sicher, wird die Dominikanische Republik weiterhin auf der Top-Liste bleiben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir konnten Ihnen das Baltikum ein wenig näher bringen. Und wer weiß, vielleicht stehen Estland, Lettland und Litauen auch schon bald bei Ihnen auf dem Reiseplan. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Besser Reisen.